Dann danke, dass es so schnell geklappt hat, ne? Jo. Bis irgendwann. Jo, holen wir nicht schönes Wochenende, ne? Ja, dir auch. Ciao, ciao, ciao. So, meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Wir machen hier schnell die Türen zu und fahren dann, ihr seht's, schön wieder Richtung, ja, Österreich. Und zwar heute mit der Plane, ich habe es gesagt, meine Scania-Plane, und ihr habt es gerade schon ein bisschen gesehen, mit dem Fahrzeug, was ich euch schon seit Wochen, Monaten vorstellen möchte. Dirk, sein Fahrzeug. Dirk ist MAN-Liebhaber, ist der Mazda Euro 6. Bisschen in den natürlich Nord-Süd-Transport CI, bisschen Schmuck von der Sonnenblende und so weiter und so fort. War natürlich bei unserem Sattler des Vertrauens innen drin. Auch alles wunderschön. Wir machen mal den Sternenhimmel an. Also alles wunderschön hergerichtet, meiner Meinung nach. Ja, zum Fahrzeug 560 PS, 16-Gang-Getriebe, ZF, Radar, alles vorhanden. Und ja, wo geht's hin? Wir haben Leergut geladen für Linz und Salzburg RT-Lok. Soweit ich weiß, ist ja hier unten die HM dran. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht heute noch hinkommen. Ich bin sehr gespannt drauf und würde sagen, wir schießen los, meine Freunde. Licht ist an. Super. Passt. 14 Tonnen hinten drauf, habe ich noch ein paar Europaletten. Ja, das ist den Dirk, eigentlich sein Fahrzeug, der ja im Moment eigentlich mit dem Next Gen, mit dem ich eigentlich mehr fahre, unterwegs ist. Haben Donnerstag 7:02 Uhr. Und dann fahren wir in die Heimat der HM Trans. Lang, lang ist es her. Biegen Sie rechts ab. Da war ich sogar noch dort zu Hause oder die Spedition zu Hause, als ich für den Hermi gefahren bin. Ja, war schon eine coole Zeit, könnte ich mir auch so wieder vorstellen. Hermi hat ja hier auch wieder gesagt, dass er Probleme hat, Fahrer zu finden und so weiter. Ist ja auch von den ehemaligen keine mehr da eigentlich. Wenn man überlegt, die haben HM Trans damals zu Hause Salzburg in der, ja, Homespace sage ich jetzt mal, Innsbruck hat der Raimi damals übernommen und Stefan in München, dann wurde wegen Bella Ginotto da alles nach Salzburg umgelagert. Dann kam unser Harry da dazu. Michael Passenheim damals auch dann. Harry war ja dann für Shark in Marseille dann immer unterwegs mit dem Hängerzug. Ja, so irgendwie fühlt sich alles ein bisschen lang, lang sehr an. Rechts ab.
Bleiben Sie links. Dann nehmen Sie die Ausfahrt links. Aber da schauen wir mal, vielleicht können wir ja auf einen Kaffee oder so beim Hermie mal vorbeischauen. Mit rausgenommen, haben wir da, der wohnt eigentlich bei mir draußen um die Ecke. Und ja, ist dann noch mit auf einen Feierabend, ein Bierchen. Auf in den Garten waren wir noch gesessen, das Wetter war überragend. Hat er dann kurz geregnet, aber es hat sich dann gleich wieder verzogen eigentlich. Und ja, so ist es. Sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Der Holger, die gute Seele. Knappe 5 Monate im Ruhestand und er will zurück auf den Bock. Hat mich dann auch gefragt, ja, können wir da nicht irgendwas machen? Kann ich nicht irgendwie was machen? Irgendwie den Hängerzug länger behalten und so weiter. Ja, das sind aber Laufkosten. Klar, es läuft im Moment echt gut mit der Firma, muss ich sagen. Natürlich bin ich gar nicht der Vetter vom Nürnberger Eisenhof. Da die Touren. Da fahrt eigentlich auch normalerweise jetzt der zweite Zug auch. Jetzt ist es natürlich so bei uns, jetzt habe ich die andere Tour einfach mal angenommen, aber das ist auch gar kein Problem. Also kann ich auch so machen. Und ja, er würde halt einfach gern wieder fahren. Er weiß nicht für wie lang. Also klar, er hat auch ein bestimmtes Alter und es wäre für mich auch ein bisschen Risiko. Das ist mir auch bewusst. Aber er ist eigentlich echt ein super Typ für, ja, den Ruhestand eigentlich noch zu sehr auf Achse, sage ich jetzt mal. Ich habe gesagt, vielleicht können wir irgendwie was einfädeln. Irgendein Deal. Weiß nicht genau. Da muss mir was einfallen lassen eigentlich. Aber gut. Hab dann auch überlegt so. Weil ich bin ja immer jemand, ich überlege dann nachts dann immer, kann dann immer vorm Schlafen gehen nochmal die Gedanken kreisen. Und ja, vielleicht, wenn ich eh auf dem Weg zum Army bin, habe ich da so eine Idee in Bezug auf The Black Beauty. Den kennt ihr noch. Weiß gar nicht mehr, ob er den LKW noch hat. Ob ich den vielleicht irgendwie kaufen kann. Klar, müsste ich auch wieder mit der Bank absprechen und so weiter. Den Kredit nochmal ja, erhöhen. Aber es ist eigentlich möglich, mir einen Gebrauchten zu kaufen. Und dann eventuell
quasi mir, ja, dabei HZL Salzburg, Köln, irgendwie da so eine Linie fahren, wäre natürlich auch öfters zu Hause, der Holger. Quasi für den Bella Ginotto quasi. Ist ja da HZL und so weiter. Ein Kühler genommen von der HM Trans oder von ITL und dann fährt er da mit dem LKW. Vielleicht wäre sowas oder sowas Ähnliches irgendwie möglich. Müsste ich überlegen. Müsste ich mal mit Hermi ja, sprechen eigentlich. Würde natürlich mir auch wieder zugutekommen, weil ich habe nur mit Plane und in den offenen eigentlich. Da wäre so Kühler vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Ist vielleicht eine Option, aber da wäre ich natürlich ja noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Gedanken vorbeiziehen lassen und nicht zu überstürzen und natürlich auch mit Holger, Hermi und so weiter alle mal reden. Aber ist vielleicht mal ein Gedankenansatz. Apropos, jetzt haben wir viel auch über den Hermi geredet, weil wir ja nach Salzburg auch fahren. Der war unten in Albanien, ist hochgefahren für die Fidus nach Nürnberg. Haben uns leider jetzt verpasst. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht wirklich in Salzburg treffen können. Und dann bei der Fidus-Kantine auch noch was essen. Ja, der aber schon zu, dann hat es nur noch für einen Döner gereicht in Nürnberg. Hätte ich dir einen besseren empfehlen können als den am Bahnhof Hermi. Aber ich hoffe, der hat trotzdem gut geschmeckt. Und ja, vielleicht klappt es ja uns mal zu sehen jetzt. Wie gesagt, ist dann da hochgefahren, hat er noch die Dealer auf dem Rastplatz getroffen. Die Leute ist ja die Spedition aus München von Michael Passenheim. Dann ITL, der Herr Meder, der ist auch wieder unterwegs, auch unten in Albanien. Viel da unten hat er schöne Abladestelle. Mal von SCS was Schönes, nicht nur von der Euronet, sondern auch mal SCS. So, echt ja, mal mit LKWs vor dem Firmengelände und so weiter. Ja, echt schön gewesen. Grüße gehen auch da raus. Dann bleiben wir bei der ITL, der Christian. Christian war auf dem Weg nach Nürnberg, hat dann einen Reifenplatzer gehabt am Auflieger und hat dadurch dann auch natürlich die Ladung nicht aufnehmen können, weil Reifen kaputt, Achse ein bisschen beschädigt. Aber das super gemacht, Christian. Top Video. Er ist auf jeden Fall dann ja, liegen geblieben, hat dann ADAC angerufen, einen Meter angerufen, den Hermi angerufen. Und das Ende vom Lied war, dass er jetzt halt quasi einen Trailer, der von der HM Trans quasi oben stand in Berlin, übernommen hat und mit dem jetzt auf dem Weg nach Dänemark ist. Genau. Ja,
das dazu, die Kollegen, auch an alle anderen Kollegen, wie sie da heißen. Ja, RM-Transporte, der Rallye, da vorbeischauen. Beim HP Wolf vorbeischauen, auch der hat Videos rausgebracht. Ja, schaut einfach bei denen, die sind alle hier unter dem Video verlinkt. Schaut da vorbei, die haben es alle verdient. Machen super klasse Videos, meiner Meinung nach. Und lasst da ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das freut die Kollegen genauso wie mich auch. Ja, dann auch nochmal, packen wir das auch noch gleich ab. Danke für die neuen Abonnenten. Schön, dass ihr da mit am Start seid. Natürlich auch danke an alle alten Abonnenten. Älteren Abonnenten, die seit Anfang an dabei sind, irgendwann mal dazugestoßen sind und sich das hier regelmäßig geben. Bleiben Sie rechts, dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Freut mich natürlich sehr, aber am Anfang des letzten Videos, wie ich es hochgeladen habe, ich dachte, ja, jetzt tust du mal nach ja, zweieinhalb Monaten ein Video machen. Und das erste, was passiert ist, ich verliere 3 Abonnenten. Ich habe gedacht, da wo ich keine Videos produziert habe, ist nichts passiert. Jetzt mach es mal wieder ein Video. Dann verlierst gleich Abonnenten, das ist ja ein gutes Zeichen. Aber mittlerweile sind ja schon wieder ein paar dazugekommen, heißt im Endeffekt sind glaube ich 2 oder 3 mehr dabei. Freut mich natürlich. Ja, jetzt auf jeden Fall sind wir in Österreich schon angekommen. Sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, auf jeden Fall geht es bei allen Kollegen extrem gut weiter und ich habe richtig Bock wieder Videos zu machen. Auch wenn das jetzt auch schon wieder der zweite Versuch ist, dieses Video aufzunehmen, weil der ein oder andere hat es mitbekommen, das letzte Video, was am Freitag kommen sollte, ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Nochmal an Rico, der da mir gleich Bescheid gegeben hat mit einem Kommentar, dass er nichts sieht. Weiß nicht, wo der Fehler da lag. Deshalb muss ich jetzt das Video hier nochmal neu aufnehmen. Ja. So ist es. Manchmal. Bald. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Beim ersten Kunden soll der eigentlich recht schnell gehen. Da habe ich nämlich nur 9 Hub drauf. Rechts vor Ihnen. Quasi nur Leerballetten.
Hoppa. Mein Lenkrad auch wieder nicht so eingestellt, wie ich es haben möchte. Naja, kommt alles nach und nach wieder. Dem Volvo fährt jetzt einfach raus. Ich habe auch gelesen, dass der Harry auch sehr oft jetzt Volvo fährt. Scheint auch noch nicht. Ja, T-Log in Salzburg sagt mir was, solche Hermi. So, da müssen wir rein. Ist klar, dann biegen wir rechts ab. Dann stelle ich mich mal hier hin, werde mich anmelden gehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Ja, moin moin, Laune im Keller, meine Damen und Herren. Ihr seht's, 16.01 Uhr, 9 Hub später. Katastrophe, sage ich euch, wie es ist. Die hatten hier 3 LKWs drin, ne 4 LKWs, sorry. Und es hat sich jetzt quasi so lang gezogen. 16 Uhr fahre ich hier vom Hof. Wahnsinn. Wir haben jetzt noch Fahrt knapp 2 Stunden, 2,5. Heißt, ja, dann genau 9 Fahrstunden, an 10er werde ich nicht ziehen müssen, aber ich hoffe, dass es mit der Schichtzeit ausgeht. Könnte extrem knapp werden. Hör dazu. Warten, warten, warten. Gut. Zeit für ein Powernap gehabt. Aber soweit ich weiß, ist der T-Log auch nur bis 17 Uhr da. Ich weiß nicht, ob ich wieder direkt was nach Nürnberg finde. Biegen Sie links. Hast du eine Geisterfahrer gemacht? Das gesehen? Das sieht fast ein wenig nach Stau aus, oder? Das wäre es jetzt noch. In die Vollsperrung reingerummelt.
Anhängerzug-Challenge. Hat der Maisi ja auch gemacht. Aber ich glaube, da war die Kupplung das ein oder andere Mal. Sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Wo macht der Meister Maisi? Grüße gehen natürlich raus. Ja, der Kaffee hat auch nicht geschmeckt von der Bude. Haben wir den ganzen Zeitplan durcheinander gebracht. Aber dann fällt mir was anderes ein. Ich fahre jetzt direkt zur RT-Lok. Schau, dass ich bei denen auf dem Hof stehen bleiben darf. Wenn nicht, stelle ich mich vor einen Zaun, da kann man sich eigentlich nicht mehr hinstellen, soweit ich weiß. Salzburg Nord. Naja. Gezeigt, was er drauf hat. So. Was von rechts? Dann nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts. Sportlich hier reingefahren. Spannend. Obwohl, lass mal da reinfahren.
Okay, auch ein Salzburger Kennzeichen. Ja. Zeit 18.32 Uhr, ja. Das wird nichts mehr. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber es gehört halt auch dazu in diesem Geschäft. Bleiben Sie rechts, dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Wäre natürlich jetzt noch Wahnsinn, wenn der Kollege da auch sich hinstellen wollen würde, wo ich mich gern hinstellen würde. Ist keiner mehr da. Oh Mann. Sie haben ihren Tor ist zwar offen, aber ich stelle mich jetzt, obwohl ich frage den Kollegen da mal. Moin Nord Süd, ich habe für euch Leergut. Keine mehr da. Darf man sich hier draufstellen? Ungern wollt ihr nicht so. Okay. Eigentlich immer nur Speditionen, die ihr kennt. Hm. Ja. Gut. Ja, Fahrzeit ist eigentlich vorbei. Oder ja. Aber gut, dann stelle ich mich draußen irgendwo hin. Trotzdem danke. Ja. Ciao, ciao. Morgen früh 6 Uhr? Okay. Ja, morgen geht's weiter. Wird ja nichts mehr. Die wollen das nicht so, dass gern, dass hier Speditionen, die sie nicht so kennen, drin stehen bleiben. Gibt's ja die wildesten. Ja. Die wildesten Geschichten. Dann stellen wir uns doch heute einfach mal da so her. Fahren noch mal ein Stück zurück, weil hier wird es ein wenig uneben. So, dann ist das heute unser Schlafplatz. Morgen abladen und dann schauen wir mal. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Euer JJ. Ciao, ciao.